Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Landwirtschaftssimulator 15 hier im Projekt MicMap Manager. So, wir haben immer noch hier unser komisches Problem hier mit dem festgefahrenen Glas. Ich glaube, das kriegen wir nicht gelöst so. Da muss man wirklich nochmal selber ran. Dummerweise unterbricht er dann mit seinem Kurs, aber ich kann es jetzt nicht ändern. Und eigentlich sollte ja auch immer das Allrad automatisch einschalten. Allrad immer einschalten. Gerätversatz. So, was wir hier noch machen, ist mal eben ein Gewicht dranhängen. Ich hoffe, wir haben noch eins. Weil dieser... Nee. Ja, weil dieser Ladewagen, der zieht richtig ordentlich rein. So, dann nehmen wir auch mal hier ein Glasgewicht. Nehmen wir ruhig mal das. Damit der ein bisschen stabiler fährt. So, wo hat das hingeschmissen, der Händler? Da vorne. Ihr wolltet ja eh mal, dass ich andere Gewichte teste. Deswegen machen wir das. So, jetzt solltet ihr ein bisschen stabiler in der Spur liegen. Und ich hoffe, dass wir es jetzt nochmal hinkriegen hier wieder. So, dann sagen wir Abfahrer einstellen am nächsten Wegpunkt. Fahren wir eben einmal hier raus. Und ich bin wieder in meinem Element. So, was wir jetzt sehen ist, dieses komische Cosplay-Phänomen, dass er nur geradeaus fährt. Aber... Na, es geht. Sehr gut. Und er fährt auch irgendwie schneller. Gut, der hier ist am Dreschen dran. Und das wird ja gleich dann wieder hier für uns zum Abholen sein. Und dann müssen wir mal gucken... Das ist aber auch ein Chaos hier. Wir wollten nämlich... einen Wasserholkurs einfahren. Aber... Da holen wir jetzt erstmal das größere Wasserfass. Weil das sind ja echt Arbeiten, mit denen wir uns nicht aufhalten, oder? Würde ich mal so sagen. Der ist immer noch, seit ich da reingebrettert bin, noch nicht wieder richtig. So, verkaufen wir das Kleine. Das war wahrscheinlich wieder ein bisschen zu nah. Jawohl. So. Und kaufen das Große und die Dolly. Wo ist die Dolly? Dolly, Dolly, Dolly. Dolly, 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 Dolly. Dolly. Und... Oh. Haben wir nicht genug Geld für das Wasserfass. Ja, dann müssen wir doch den alten Schwader verkaufen. Wir brauchen ihn wirklich nie mehr. Kriegen wir ein bisschen Platz hier in der Scheune. Aber so klein war der gar nicht, ne? Ups. Hallo. Entschuldigung. Ja, der Rest läuft automatisch. Der Klaas ist hoffentlich auf dem Weg zum Feld da unten. Na, ist gerade angekommen.
Ich habe hier immer so eine ganz komische Drehrichtung drauf. Ich weiß gar nicht, wie das kommt. Ja, verkaufen. Und jetzt wollen wir das Wasserfass haben. Und zwar diverse. Dieses hier. Ich glaube, das ist das, was wir färben können. Und zwar für Wasser in hellblau. Das sieht bestimmt sehr gut aus. Wir wissen schon, dass das scheiße aussieht, aber gut. Naja. So. Weil wir wollen ja nicht, dass wenn wir die Milch irgendwann von Hand verkaufen, dass wir da irgendwas durcheinander schmeißen. Das wäre ja nicht so toll. So, und bevor wir den Kurs einfahren, haben wir schon wieder die nächste Baustelle. Da müssen wir nämlich mal eben abtanken. Bei diesen kleinen Feldern machen wir das noch nicht automatisch mit Cosplay. Das machen wir demnächst. Obwohl, könnten wir eigentlich, ne? Die Kurse haben wir alle drin. Moment, das machen wir mal eben. Zeige ich euch nochmal, wie das geht. Also, wir sagen hier, Kurs laden. Und zwar Feld Nummer 8. Feld 8 zum Hof. Hoflager Hof. Und dann wieder Hof zu Feld 8. Werden wir wahrscheinlich nicht haben. Doch, Hof 8. So, dann sagen wir, kombiniert. Drescher abtanken und abfahren. Sagen, manuell zuweisen, New Holland. Und Abfahrer starten. Ich glaube aber, das ist noch der alte Hofkurs. Sollte aber trotzdem funktionieren. So, der hier quält sich gerade beim Wendemanöver ab. So, und wir quälen uns hierbei ab. Obwohl, ihr wollt wissen, ob das funktioniert hier, ne? Also, gucken wir mal. Warum nicht mit Cosplay, wenn wir es schon eh haben und das funktioniert sehr schön. Funktioniert auch. So, wir wollen hier mit der Dolly einen Wasserkurs für die Kühe einfahren. Mehr Kühe, mehr Förmchen, mehr Geld. So. Warum? So. Da muss man auch schon ganz schön ziehen hier. So, dann sagen wir, Kursaufzeichnung fürs Wasser. Und los geht's. So. Ja, aus irgendeinem Grunde kann man hier nämlich auf der Micmap nicht am Fluss tanken. Das wäre schön, wenn das ginge. Oh, da habe ich ein ganzes Stück übersehen. Sorry. Deswegen müssen wir zum Wasserwerk fahren. Und beim Wasserwerk ist das Problem, dass der Trigger ziemlich klein ist. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Da kommt mir ein Cosplay entgegen. So, Sekunde mal. Hier war die Feldgüllestation, ne? Und da ist unser Kollege, der das Gras holt. Alter, ist das cool oder ist das cool oder was? Ich finde das einfach nur cool. So. Moment, das war eine Suggestivfrage. Ich gebe es dir zu. Hier ist das Wasserwerk. Landwirtschaftlicher Verkehr frei, das will ich auch hoffen. So, jetzt können wir den auffüllen. Was mir übrigens neu war, ist, aber wir müssen das Wasser hier kaufen am Wasserwerk.
hatte ich gar nicht so auf dem Schirm. Und das scheint auch gar nicht mal so günstig zu sein. Haben wir gleich kein Geld mehr, weil wir Wasser gekauft haben. Auf jeden Fall müssen wir uns merken, dass wir hier einen stark genugen Trecker dran haben müssen, sonst wird das nichts. Oder halt am besten einen Truck. Weil selbst der hier, und der ist ja schon ziemlich schwer, der hat hier sein Tun. Ist auch ein geiler Begriff, ne? Der hat hier sein Tun. Das gibt's, glaube ich, gar nicht, ne? Die Redewendung. Naja. Irgendwann installiere ich übrigens auch noch den Kein Verkehr mehr Mod, weil ihr seht, die ganze Zeit steckt der Klaas Axion im Verkehr fest. Auch ziemlich nervig. Und ja, wenn wir das Wasser haben, machen wir eben noch den Trog voll. Weil viele fragen wahrscheinlich, wo muss ich denn hin mit dem Wasser? Ich finde das nicht. Ich weiß das auch nicht mehr genau, aber ich meine, das wäre auf vor dem Kuhstall stehend, links der Trog, senkrecht zur Länge des Gebäudes. Alles klar? Alles klar. So. Gucken mal eben nach dem Verkehr, weil wir wollen ja ein bisschen realistisch spielen. Und dann fahren wir die Dame mit dem großen Ausschnitt über den Haufen, weil das gehört sich nicht. So, und da soll ja nur die Wasserroute sein und der ist schon wieder da reingerauscht. Oder der tankt auf, kann auch sein. So. Speichern unter Wasser. Hof, Wasser, Hof. So, was haben wir denn hier? Hm? Na, ist der Wagen zu nah? Ist er zu nah? Ist auch noch nicht optimal Lösung, das räume ich ja ein. Müssen wir vielleicht noch ein bisschen rüberschieben. Aber grundsätzlich scheint ja schon mal die Reduktion der Geschwindigkeit was gebracht zu haben. Problem ist einfach, dass hier diese Route, ne, die geht ziemlich stark da unten hin. Die müsste ich gegebenenfalls mal von Hand korrigieren. Da gibt es ja den Cosplay-Editor. Der ist auf dem Weg zum Lager. Na komm. So. Auf jeden Fall funktioniert das mit dem Gras holen, automatisch Gras holen. Und da brauchen wir uns auch nicht mehr drum kümmern. Das heißt, die Kühe können wir automatisch versorgen. So, jetzt müssen wir nur noch eben hier entsprechend das Wasser verladen. Und ich meine, das wäre hier. Können wir auch, glaube ich, direkt mal so hinfahren, dass wir den da stehen lassen. Und nur bei Bedarf dann weiter volltanken.
Ich glaube nicht, dass die 20.000 Trinkeinheiten brauchen. Vorsicht, Kühe, geht mal weg. So. Na? Will nicht. Ich meine, es müsste richtig sein, oder? Ist es, der Trog ist es auf jeden Fall nicht. Oder? Nee, der ist es nicht. Versuchen wir mal von der anderen Seite ranzufahren. So, füllen wir auf. Sollte funktionieren. Genau, ist richtig. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Und dann schauen wir mal, ob das hier mit dem Hof wegfahren, ob das automatisch klappt. Wir haben ja noch einen Sonderpreis beim Ponyhof. Da könnten wir ja eigentlich das ändern. Wie? Zeige ich in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut. Tschüss.